Hi, willkommen beim Wohnhotel Golf. Also mein Giraffe da hinten soll nicht täuschen. Ich bin leider noch nicht in Kapstadt. Das klappt hoffentlich in den nächsten 2, 3 Tagen. Dann kann ich mein nächstes Video ja vor dem Tafelberg für dich drehen. Es gibt auch eine Golfreise bald in Südafrika am 27. Februar. Vielleicht hast du die Zeit, last minute da mitzukommen, würde ich mich sehr freuen. Ein, zwei Plätze sind noch frei. Für heute möchte ich ein Video dir zeigen, was ich schon letzte Woche in der Indoor-Anlage in Lüttesburg gedreht habe. So, ich wünsche dir viel Spaß beim Training und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, wenn ich oder wenn wir beide in Südafrika sind. Manchmal denke ich, dass wir den Golfschwung falsch rum trainieren sollten. Da meine ich, gedanklich den Schwung hier starten. Mach Folgendes: Nimm den Stand ein und dann komm in diese Position. Und in diese Position sollte dein Kopf weit vorne sein, dein Gesäß hinten. Die vordere Schulter, also die linke aus Rechtshänder, so hoch wie möglich. Und die Arme lang. Also mein Arm habe ich jetzt parallel zum Boden. Die Schlagfläche ist in einer 45-Grad-Position, was neutral ist. Und dann von dieser Position, und jetzt wird es interessant, versuche den Schläger nach unten zu bewegen über den Ball und komme in deine Ende des Rückschwunges Position. Und ich wette, du wirst so in eine super gute Position kommen, wo der Schläger etwas gelegt ist, einfach neutral. Okay, schlag ich den Ball, ich habe ein Eisen 7 und ich denke nur, daran. Also Power habe ich auf jeden Fall gespürt. Und auch schön. Ich habe beim Ausholen und Abschwingen natürlich gar nicht gedacht, was den Schwung einfacher machte. Und es nahm meine Angst weg. So, wenn du bei deiner nächsten Trainingseinheit nur auf diese Endposition denkst, oh, das kann gar nicht wehtun und deinem Schwung nur gut tun. Viel Spaß!